Mauer betreten zu Isarun? Nun, allzu genau ist leider nicht. Das war in den Wirren der Schlacht. Teilweise war die Sicht nicht gut, beziehungsweise nicht vorhanden mit den ganzen Gesteinsbrocken, die durch die Luft wirbelten, teilweise Feuersäulen und alles Mögliche. Ich fürchte, ich war zu weit entfernt, um euch Details weiterzugeben, aber er hat tapfer gefochten in dieser Schlacht und ohne ihn hätten wir es niemals geschafft, nach vorne durchzubrechen und diese Wolken zu vertreiben. Eine einzelne Träne rinnt sein Auge herab. Ich vermisse ihn. Nun ja, Dangrad konnte mir auch nichts davon berichten. Er ist zwar im letzten Jahrgang der Wehrheimer Kadettenschule gewesen, aber die Schlacht fand danach statt. Konnte mir also auch nichts sagen. Vielleicht ist es, vor allem nach so langer Zeit, besser, das einfach in Borons Hände zu geben. Ah, auch wenn Boron ihn zu früh zu sich geholt hat. Jeder zu seiner Zeit. Seid euch einfach sicher, dass er, wie alle auf diesem Feld als Held, starb. Er war mir ein guter Freund. Also gut, ich möchte euch nicht mit Trübsal anstecken. Ruht euch jetzt was aus, wascht euch, neue Kleidung wird euch gereicht und dann macht es euch so bequem, wie es irgendwie geht auf dieser Burg. Boron mit euch. Und damit euch. Vielen Dank. Damit tritt ab. Seid ihr wieder alleine. Nun, das lief gut. Eine sehr nette Person. Und sehr aufschlussreich. Und ich nehme an, wenn jemand von dieser Bockbesatzung vertrauenswürdig ist, dann wohl er. Immerhin lässt Rohandra zu, dass er die Bernsteinlöwin führt. Richtig. Das erste Mal, dass ich ein solches Schwert sehe und es nicht in den Händen von irgendwelchen raffgierigen Paktierern ist. Ihr meint das Schwert, was er getragen hat? Ist das denn besonders? Ja. Als der Bund des Theaters in Arivor gegründet wurde, trug jedes der Schwurmitglieder ein solches Schwert, jedes nach einem anderen Stein benannt. In den Wirren der Priester-Kaiser-Zeit gingen sie verloren. Ob zu Recht oder nicht, darüber kann man wohl lang und triftig streiten. Jedenfalls haben sie über die Zeit immer wieder ihren Weg in die Hände entweder besonders runder, treuer Recken gefunden oder derer, die sich gerne damit schmücken wollten. Ich wusste, Arivor ist wirklich sehr schön. Ich kann verstehen, dass die sich da getroffen haben. Wart ihr am Theater? Ja, ich habe mir das Theater einmal angesehen. Arivor lag ja mehr oder weniger auf der Strecke, als ich nach Belhanka gereist bin. Ich hatte nie das Vergnügen. Ich war einmal vor langer, langer Zeit in Beriglo zum Dreigötterfest. Aber von dort nach Arivor war es dann doch zu weit. Ach, Belhanka. Dort feiern sie jetzt das Fest der Freuden. Wir sitzen hier in einer belagerten Stadt. Sagt Abelmir, wie kommt das, dass alle Welt von eurer wunderschönen Heimat schwärmt, aber aus irgendeinem Grund sitzen wir trotzdem immer nur in den aller feuchtesten und klammen Käffern? Nun ja, die Götter führen uns dorthin, wo wir am meisten gebraucht werden. Ich dachte, die Götter seien fertig mit mir. Aber außerdem, was wäre das denn für ein Urlaub, Jalan? Ich denke nicht, dass die Götter mit euch fertig sind. Vielleicht ist es dir umgekehrt. Und sie haben mir ein sehr unmissverständliches Signal gesandt. Also du kannst dich immer an Gosch zuwenden. Glaubt ihr das? Ja, du bist nicht der erste Chorgeweihte mit nur einer Hand. Falls das nochmal was wird. Meiner Meinung nach wenden sich zuerst die Menschen von den Göttern ab, als umgekehrt. Eine solche Botschaft von euch anhören muss, davon, wie grimm die Zeiten geworden sind. Ihr zweifelt an ihnen, oder? Zweifelt an allem, aber mir. Ich hatte mich doch schon zur Ruhe gesetzt und dann. Ja. Ist es denn zu viel verlangt? Wir haben alle genug getan, oder? War es zu viel verlangt, in Frieden zu leben? Jetzt werde ich hier draußen sterben. Ich kann es spüren. Nicht heute und vielleicht nicht nächstes Jahr, aber irgendwann. Aber ja, Jalan, wir haben nicht genug getan. Ansonsten wäre die Welt eine bessere. Wie soll ich das meiner Frau erklären? Wie soll ich das meinen Kindern erklären? Naja, ihr könntet denen erklären, dass jetzt niemand kommt und sie umbringt. Weil der tyrannische Bastard tot ist.
Nein, das stattdessen muss ich nur irgendjemand anders erklären. Dass ach, jetzt stellt euch doch nicht so an. Ja, eine kleine Belagerung, als ob uns das aufhalten würde. Ja, also, wir können da ganz entspannt sein. Ich glaube nicht, dass wir hier sterben werden. Warum? Hier. Wenn nicht hier, dann halt in Mendena. Wenn nicht in Mendena, dann in Yagan. Wenn nicht in Yagan, dann in Kunchom. Und wenn nicht da, dann sonst wo. Ich fand Kunchom sehr nett. Warum sollten wir in Kunchom sterben? Und Gelegenheiten gab es bis jetzt genug. Ja, ihr müsst das ganz entspannt sehen, ja, Alan. Bevor ihr nicht in Alanfa wart, könnt ihr nicht sterben. Und wenn nicht in Kunchom, dann in Alanfa. Danke sehr. Aber das ist falsch. Also, wenn ihr sterbt, dann, wenn wir Drachen jagen gehen. Davor kann ich euch nicht sterben lassen. Wir haben den schwarzen Drachen überlebt. Wäre es nicht kümmerlich, gegen einen geringeren zu sterben? Ja, wir können ja Apep jagen. Egal wie sehr Fex auf einer Seite ist, irgendwann ist mein Glück zu Ende. Und eures auch. Seht ihr denn nicht, dass einfach immer wieder jährlicher nachrückt? Galotta ist tot, der nächste rückt nach. Rassasor ist tot, der nächste rückt nach. Seran ist tot, Hafax rückt nach. Wie lange soll sich das noch fortsetzen? Bis sie alle tot sind. Ja, es gibt nicht mehr so viele Kaiserdrachen. Wir kommen gut voran. Was ja, das angeht, Rassasor ist tot, Lessankan rückt nach. Ja, richtig. Also sehen wir dann. Es geht nicht darum, das Böse für immer zu besiegen. Dieser Tag kommt nicht. Es geht darum, es gerade so weit zurückzudrängen, dass das Gute gedeihen kann. Und was haben wir davon? Naja, einen schönen Urlaub. Ich wedel mit meinem Stumpf vor seinem Gesicht rum. Ein Scheiß auf deinen Urlaub! Ja, Alan, du hattest 2 Jahre. 2 Jahre in Frieden. Vielleicht muss das reichen. Und jetzt musst du das Böse halt wieder in Schach halten. Dass die du liebst, Kinder, deine Frau vielleicht, die weiterhin in Frieden leben können. Das ist es doch, wofür wir das Ganze machen. Um diejenigen, die wir lieben, zu schützen. Damit sie nicht das erleben müssen, was wir und die nicht so viel Glück hatten, erlebt haben. Ich möchte, dass meine Tochter in einer Welt aufwächst, wo es diese Heptarchen nicht mehr gibt. Und deswegen bin ich hier und deswegen bleibe ich auch hier, so lange, bis sie alle tot sind. So viele Leute würden gerne etwas tun, aber sie können nichts tun. Aber uns sind die Fähigkeiten gegeben, wenigstens ein bisschen was zu leisten. Es tut uns leid, dass euch euer Ruhestand nicht vergönnt war. Das war alles so nicht geplant. Aber jetzt ist das eben so. Ja, Alan, ich habe mir auch schon häufiger gesagt, aber ein Stein bleibt ein Stein. Daran ist nichts zu machen. Und wenn das Steinsein für euch bedeutet, dass ihr für die Schwächeren kämpft und, gegen das Böse zieht, das soll euer Stein sein. Und wenn die heiligen Quellen von Ilsur euch nicht helfen können, dann fahren wir danach nach Kunchom. Und wenn Zar euch nicht hilft, dann werden die Götter ihre Gründe haben. Und diese Gründe sind sicher nicht, dass sie euch verlassen haben. Vielleicht helfen die Götter dem, der sich selbst hilft. So spricht der Listenreiche. Listen hin oder her. So, ich denke, wir haben genug gebadet. Die Haut wird ja schon ganz schrumpelig. Recht. Es gibt viel zu tun. Auf die Beine. Ja, aber schaut doch mal, wie Mira wieder richtig glänzt. Oh, das war eine gute Investition mit dem Fell. Jetzt ist sie wieder ein Weißbär. Ich glaube, da hat wieder jemand Glitzer reingestreut. Ich habe nur das Beste gekauft. Hat mich fast seinen ganzen Jahreslohn gekostet. Was ist der Jahreslohn an Abersaltforst eigentlich? Im schlechten Jahr 400 Dukaten, gutes Jahr 800. Kommt drauf an, was man so für Einsätze macht. Verzeiht, bitte. Naja, wir sind das Beste, was Aventurien zu bieten hat. Überleg doch mal, die Dukatengarde. Die kriegt eine Dukate jeden Tag.
Mit denen wische ich den Boden auf. Da kriege ich ja wohl mehr. Vater, das Licht sind auch das Beste, was Aventurien zu bieten hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, Isarons Gehalt deckt gerade einmal ihre Mitgliedskosten in der Gilde. Nun ja, nicht unbedingt, aber tatsächlich bekommen wir sehr viel Ausrüstung gestellt. Und sie ist ja Hofmager. Ja, Ausrüstung bekommen wir auch. Knapp bei Kasse. Immer die neueste Ausrüstung. Dafür sorgt der Patriarch schon. Was das Kaiserhaus nicht will, dass ihr es wisst, ist, dass es schon seit jeher auf guten Versprechungen und hohen Schuldscheinen läuft. Das es ist immer knapp bei Kasse. Unpatriotisch. Aber die Wahrheit ist die völlige Wahrheit, Isarun. Also, in der Anfang sind wir viel, aber nicht arm. Wir sind ein reiches Völkchen. So könnt ihr euch abtrocknen und wieder in eure frische Kleidung steigen, die euch gereicht worden ist. Zumindest die euch dann nicht im Kriegsfall dient. Aber jetzt, wo ihr eure Rüstung aktuell nicht braucht, wird sie wohl genügen. Im Flur ist ein Menschenauflauf zu sehen, als ihr hindurchgeht. Mehrere neugierige Personen versuchen einen Blick in einen Raum zu erhaschen, der wohl von zwei Gardisten bewacht wird. Eine junge Frau steht schluchzend etwas abseits im Flur. Eine Magd kümmert sich wohl um sie. Das sei wohl die Schreiberin, kann man euch berichten, als ihr dann euch hervortastet. Sie hat wohl irgendwie Toten gefunden. Der Wachoberst Dankrat von Nordweide schiebt da ein paar Neugierige von der Tür zurück und macht euch dann Platz, wenn ihr herantretet. Ah. Oberst, wie ist die Lage? Ein Toten, den wir gefunden haben, wurde wohl gerade berichtet von der Archivgehilfe Nana Treublatt. Das ist der erste Archivar, Helmrich Zettelhofer. Wie lange ist er schon tot? Diese Nacht. Vor wenigen Stunden vielleicht. Ich werfe den anderen erst einen bedeutungsschwangeren Blick zu. Warum sollte eh niemand umbringen? Wenn er nur der Archivar ist, ist er doch sicherlich nicht wichtig für irgendetwas hier. Und natürlich für die Archive, aber nicht für den Betrieb der Belagerung. Nun, ich habe einiges von euch gehört. Und auch Talion spricht gut von euch. Kommt rein. Quetschen wir uns zu sechs da rein. Schreibstube, oder? Ziemlich groß, also ihr könnt euch in die... ist eine enge Kammer von der Schreibstube, aber ziemlich unordentlich. Ist einfach vor allem eng, weil hier überall Bücherregale stehen. Bücher allerdings sind wohl umgekippt. Einige Blätter, die lose auf dem Boden liegen, Tintenfass, was ausgelaufen ist. Und gibt einen kleinen Kerzenhalter, der auf dem Eichenschreibtisch steht. Die Kerze ist halb runtergebrannt und wohl ausgeblasen. Auf dem Schreibtisch selbst liegt eine Gestalt, das wohl der Archivar ist, vornübergekippt in einer großen Blutlache. Im Todeskampf hat er wohl noch einige Bücher hinuntergeworfen, aber er ist schon seit geraumer Zeit tot. Also wenn ihr herantretet, er ist wohl auch kalt. Ein kräftiger Stich seitlich in den Hals hat sein Leben beendet. Das ist auch für den Uneingeweihten zu erkennen. Und ihr könnt wohl auch sehen, wie Talion von Donnerbach gerade an dem Boden kniet und einige heruntergefallene Papiere studiert. Als er euch bemerkt, richtet er sich auf, schweigend mit betretenem Blick. Nun, wie es scheint, kommen die Dinge ans Rollen. Ja, der Verräter hat zugeschlagen. Was auch immer er will, aber das war nicht die Quelle der Pereine. Offensichtlich nicht. Wir sollten hier erst einmal nichts anfassen, sondern uns nur umsehen und schauen, an welcher Stelle im Archiv etwas fehlt. Ist das Archiv generell zerwühlt, also als hätte man lange nach etwas gesucht, wahllos Bücher rausgerissen, oder ist es recht geordnet? Es war wohl mal sehr geordnet, aber mittlerweile ist hier einiges an Chaos. Was für Aufgaben hatte der Mann? Irgendetwas militärisch Relevantes? Nun, hier lagern all die Schriften, die wir bekommen, auch die aus Pereine Furten hier. Ich würde mal gucken an der Leiche, ob er im Todeskampf eventuell dem Angreifer Haare oder ähnliches ausgerissen hat oder irgendwas in seiner kalten Hand hält. Ihr könnt generell mal eine Anatomieprobe würfeln, wenn ihr mögt. Als jemand, der auch leidenschaftlich gern Leute absticht, kann man das auch irgendwas ableiten? Ja, Schreibstube. Nee. AKW? Na doch, Heilkunde Wunden, klar, doch, plus 5. Ja, das habe ich immerhin. Weil die Ableitung nicht so sehr schwer ist. Dolche?
Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Nun, das war definitiv kein Zweihänder, so viel kann ich euch sagen. Ja, Rafim, dir ist das bekannt, auch wenn du selber kein Meuchler bist, aber bei der Basaltforst hast du vielleicht schon ähnliche Dinge in Alanfa gefunden. Der Archivar wurde definitiv mit einem Dolch in den Hals getroffen und der Täter hat auch ein zweites Mal zugestochen und gedreht, um sicherzugehen, dass das Opfer auf keinen Fall überlebt. Der Angriff kam von hinten und da Helmbrecht mit dem Gesicht zur Tür stand oder saß, merkwürdig, es wurde von der rechten Seite zugestochen und Ja, Abelmir korrigiert mich, aber ich probiere jetzt mal aus, was ihr mir beigebracht habt. Nun, also hinter ihm, richtig? Stand hinter ihm? In der Tat. Seitlicher Stich in den Hals, dann noch mal reingerannt und gedreht. Rechts- oder Linkshänder? Oh. Ich sage rechts, aber ich bin mir nicht sicher. Nun, ich tippe hier auf den Linkshänder. Der Stich wurde von rechts geführt. Ja. Ja, in der nächsten Stunde gehen wir nochmal darauf ein, Abelmir. Da gehen wir nochmal drauf ein. Also entweder jemand, dem er vertraut hat, oder jemand, den er nicht mitbekommen hat, dass er hinter ihm steht. Tja. Was könnt ihr über die Klinge sagen? Auf ihm, die fällt auf, wenn er hinter ihm gestanden hat, dann würde er tatsächlich von rechts zugestochen haben. Und es gibt eine Tür, die wohl weiter ins Archiv führt, die hinter ihm liegt. Ja, Klinge ist ganz eindeutig durch. Vielleicht aus der Tür gekommen, Abelmir. Oh, das ist ja richtig spannend heute hier. Und ich dachte schon, das wäre eine langweilige Belagerung. Ja, es gibt nichts über einen Feind im Inneren. Rafim, du hast dich abgekniet, bist ganz in dem Modus gegangen, den du von deinem Lehrmeister Abelmir so gelernt hast, auch wenn Abelmir selber wohl gerade schon die Lösung parat hat. Abelmir, du siehst, dass wohl das Blut nicht ganz, also mittlerweile ist es geronnen, aber noch während es frisch war, hat wohl irgendjemand ihn weggezogen. Es gibt Schlieren, die in eine Richtung weisen, als hätte man die Lache gekämmt oder irgendetwas gesucht. Auf der Wange des Toten gibt es auch ähnliche Spuren zu sehen. Es deutet wohl ein bisschen darauf hin, dass unter ihm ein Stück Papier lag, was jetzt allerdings hier nicht zu finden ist. Nun, offensichtlich wurde ihm ein Schriftstück entwendet. Seht ihr hier? Und dort? Es sind die Details. Auf ihm die Details. Oh, das habe ich übersehen. Nun, wollen wir einmal schauen, was hinter dieser Tür ist. Offensichtlich kam der Attentäter aus dieser Richtung. Ja, sehr vernünftig. Darf ich vorgehen oder möchte jemand anders? Nein. Mach ruhig. Ja, gut. Du hast ja selber schon deine, teilweise sogar gemeinsam mit Isarum, deine mörderischen Anschläge aus dem Hintergrund gemacht und Rafim geht so in einen kleinen Nebenraum, das Schriftenarchiv, ein kleines fensterloses Kabuff mit Regalen zugestellt, in dem wohl auch Briefverkehr der Schreibstube aufbewahrt worden ist. Es gibt hier auch keinen weiteren Durchgang, also man kann da zwar drin stehen und warten und lauern, aber der muss dann tatsächlich eben schon hier gelauert haben auf das Opfer. Kann man auch Spuren am Boden erkennen? Oder ist das Archiv so gut begangen und gefegt, dass da keine Staubspuren erkennbar sind? Also es gibt keine Blutlache auf dem Boden, sondern eben nur auf dem Schreibtisch. Auch die Tintenreste, die umgekippt sind. Es gibt keine Fußspuren. Und das Archiv ist ja grob gekehrt. Also es liegt ein bisschen Staub am Boden, aber da ist jetzt nichts mehr zu erkennen. Vor allem eben, weil auch viele Zettel eben auf dem Boden liegen und alles viel rausgerissen wurde. Nun, der Attentäter kam von hier und ging durch diese Tür und da stach ihn von hinten. So viel ist klar. Schaut euch ja mal um, ob wir irgendwelche weiteren Spuren finden. Ich würde gerne mal die Tür leise versuchen zu öffnen und zu schließen und dann selber diesen Weg zu schleichen, um einzuschätzen, wie schwer das ist. Ja, mach gerne mal eine Schleichenprobe.
Trotz dessen, dass du so schwer bist, quietscht nichts unter dir. Also du kannst es, du selber mit deinem dicken Bauch, vor allem mit deinem muskulösen, mit deinen Schultern, hast ein bisschen Schwierigkeiten da drin zu stehen in diesem Archivraum. Aber du kannst da stehen, warten, lauern, die Tür ohne ein Quietschen öffnen und dann auch ohne das Quietschen der Bohlen auf den Schreibtisch zugehen. Also für jeden halbwegs begabten Mann soll das möglich sein, oder Frau, je nachdem. Also jemand, der noch besser als ich, würde es, glaube ich, noch einfacher hinbekommen. Und auch jemand Kleineres. Dies ist doch ein Archiv. Das ist ja richtig, mein Herr. Nun, dann wird es doch sicherlich auch irgendwo eine Auflistung dessen geben, was wo archiviert wurde. Wenn ja, es gut geführt ist. Sicherlich. Ich könnte Nana dazu befragen lassen, aber da sie den Toten gefunden hat, bin ich nicht ganz sicher, ob sie... Vielleicht hat sie auch selber diesen Mordanschlag begangen. Vielleicht solltet ihr einmal mit ihr sprechen. Wenn ihr sicher seid, dass sie nichts damit zu tun hat, kann sie sicherlich auch sich im Archiv weiter umsehen und für uns recherchieren, aber... Wir werden wohl erst einmal mit ihr sprechen, ja. Ja, eine Frage noch. Kam heute eine Taube an? Heute? Ausgreifen, also von irgendwas euch. Frisches. Von euch. Ist unser Zettel auch schon hier? Da werde ich einmal nachschauen müssen. Ich habe die zwar an Helmbrecht weitergegeben, aber ob der jetzt hier drunter ist, ich weiß es nicht. Normalerweise, wenn wir eine Nachricht bekommen, einen Brief, dann versammeln wir die Offiziere gemeinsam und tragen den Inhalt vor. Ja. Isarun, kümmer du dich doch mal um die Befragung. Das macht mir so viel Spaß, wenn du das machst. Aber ich bin doch hier bei diesen ganzen Archivbüchern. Ich versuche doch das Fehlende. Oh, du hast aber immer so einen schönen fiesen Blick. Ach so, danke. Ich habe das Gefühl, wenn ich zur Befragung mitgehe und dies machen soll, wird die Frau anfangen zu weinen. Ja, das Gefühl habe ich auch, aber ich glaube, das liegt einfach an deiner Persönlichkeit. Glaubt ihr, das ist mehr so eine Bolltag-Situation, so ein sanftes Herangehen? Ich kann es probieren. Nimm doch Zulamin mit, die sieht doch. Außer natürlich, wenn die Frau eine sehr geschickte Manipulatorin ist und es nur vorspielt, dass sie am Heulen ist. In diesem Fall könnte der Bolltagsansatz nicht nachträglich genug sein. Ich wollte sie eigentlich fragen, ob ich kurz in ihre Gedanken blicken kann. Das wäre doch am einfachsten. Ja, aber auch sehr invasiv. Geh doch erstmal mit Zulamin gucken. Zulamin, du merkst uns doch, wenn die dich anlügt, oder nicht? Die Chancen stehen nicht schlecht. Ihr macht das und Isarun und ich werden derweil mal das Archiv ein wenig durchsuchen, ja? Irgendwo hier muss es eine Auflistung von allem geben. Einen Index oder so. Und dann können wir eigentlich herausfinden, was fehlt. Und die Schrift fehlt. Vergleichen. Auch, ja. Ich würde mir gerne noch etwas von dem Blut auf einem Taschentuch oder etwas ähnlichem auftupfen, also dass ich eine Blutprobe habe. Gibt es eigentlich irgendwelche Dokumente, die komplett unlesbar sind vor lauter Blut? Irgendwas, was direkt unter ihm lag? Er hatte eine ganze Menge an Büchern und Aufzeichnungen unter sich. Abelmir hatte ja schon gesehen, dass wohl etwas weiteres unter ihm lag. Da fehlt also das Blut an der Stelle. Also da wurde definitiv irgendwas entwendet. Das konnte Abelmir definitiv auch erkennen. Aber sieht nicht so aus, als wollte man ansonsten irgendwas verschleiern, indem man es einfach so mit Blut vorlaufen lässt, dass man es nicht mehr lesen kann. Ja. Okay. Ich würde mal nochmal in dieses Archiv gehen selber und mir diese Wände angucken mit den Regalen, ob die beweglich sind, ob sich da mal schieben lässt, drehen lässt, whatever. Würfel mal eine Baukunstprobe, um den Geheimgang zu entdecken. Das ist eine alte Festung, natürlich gibt es überall Geheimgänge. Ja, du drückst und schiebst und versuchst dann eben auch verschiedene Bücher rauszuziehen. Du kennst ja die ganzen Tricks, aber hier gibt es tatsächlich keinen Geheimgang. Der Mörder muss also tatsächlich hier gestanden haben und gewartet haben. Oder aber hat was gesucht. Also auch hier im Archivar wird einiges an Chaos sein. Rausgezogene Sachen. Irgendwelche Briefe, die auf dem Boden liegen. Teilweise mit Siegeln aus Brennpfoten.